So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Zeltbesprechung, weil ich erfolgreich das Ding aus Norwegen noch heile zurückgebracht habe und manchmal mir gar nicht so sicher war, ob das denn noch überhaupt hält. Hat mich aber in keinster Weise enttäuscht und irgendwann war dann das Vertrauen ins Zelt auch hergestellt, dass es eben hält. Zeltbesprechung heißt ausführliche Review, alle Details, alle Vor- und Nachteile, sofern ich Nachteile gefunden habe, vom Hilleberg Anaris. Ja, und bevor jemand aus den Latschen fällt, Hilleberg macht so ziemlich die teuersten Zelte, die du im Bereich Doppelwand silikonisiertes Nylon-Zelt finden kannst. Das liegt daran, dass die das schon immer machen und diesen Typ von Zelt erfunden haben. Die haben da also auch diverses Know-how, die haben da diverse Entwicklungskosten, die man da irgendwo mitbezahlt. Die haben Produktion in Estland zum Beispiel, designt in Schweden, die probieren das ewig lange aus, die machen sich da ganz, ganz viele Gedanken und man zahlt die Produktentwicklung wirklich mit. Wenn du das Ding kopiert in China irgendwo kaufst, wo man mehr oder weniger ein anderes Zelt einfach nachgebaut hat, ohne sich dazu Gedanken gemacht zu haben, dann zahlst du halt keine Produktentwicklungskosten mit. Dementsprechend ist das halt sehr viel günstiger. Plus die Produktionsbedingungen, die in China natürlich andere oder in Taiwan oder wo auch immer so das dann zusammennähen lassen, andere sind. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Leute da nicht nähen können, aber die Produktionsbedingungen sind andere. Das Material hier ist eben auch seit Jahrzehnten erprobt, funktioniert nachweislich genau das gleiche Material mit kleinen Modernisierungen, die es inzwischen bekommen hat. Das sind aber alles Verbesserungen. Funktioniert dieses Material zum Teil 30 oder 40 Jahre. Unter anderem auch ein Grund für den Preis, wenn dein Zelt mal 30 Jahre alt geworden ist, kannst du es Hilleberg schicken, es hat irgendwelche Problemchen, irgendwo ein Riss, irgendwas kaputt, die reparieren es dir tatsächlich noch. Ja, also das musst du dann schon auch noch selber irgendwo ein bisschen bezahlen, das heißt, es hat jetzt keine lebenslange Garantie, aber es geht, dass du dein liebgewonnenes Zelt, in dem du so viele schöne Stunden verbracht hast, Tage, Wochen, Jahre, dass du das dann nochmal reparieren lassen kannst und du kannst es behalten. Du musst dir also nicht alle 5 Jahre ein neues Zelt, was bis dahin dann hin ist, kaufen, sondern es ist dein Zelt für eine halbe Ewigkeit. Für eine ganze Ewigkeit wird es dann wahrscheinlich doch nicht ganz reichen, aber man kann da sehr, sehr, sehr traditionsbewusst mit seiner Hütte, seinem Eigenheim unterwegs sein. Das sind so ein paar Gründe eben, einfach nur um so mal grob zu sagen, warum das denn so viel kostet, wie es kostet. Und das sind auch viele Argumente, die man dann hört von Leuten, die so ein Ding halt eben besitzen. Braucht man ein Hilleberg-Zelt? Ne. Ja, außer du willst jetzt irgendwie auf den K2 kraxeln und dafür dein Basiscamp ein gutes Zelt haben, auf, weiß ich nicht, 5000 Metern, 6000 Metern Höhe, was weiß ich. Sowas in der Kategorie braucht man dann schon. Ne? Für einen kleinen Campingurlaub in, weiß ich nicht, Polen braucht man sicherlich nicht unbedingt. Auch nicht für Südschweden, für Nordschweden. No, ist von Vorteil. Ja? Aber wirklich brauchen, ja, da kann man sich schon kloppen. Und gerade so ein Exemplar wie dieses hier, das Anaris, ist ja jetzt nicht für den Himalaya gebaut, sondern tatsächlich als Nicht-Extremklima, 3 Jahreszeiten-Zelt mit geringem Gewicht und der praktischen Eigenschaft, dass es mit Trekkingstöcken aufgebaut wird und damit ja, so ein bisschen ein Allround-Zelt für nicht ganz, ganz, ganz kalte Temperaturen, so von der Auslegung her. Ja, und da, ja gut, sonst würde es auch nicht nur 700 Euro kosten, sondern halt nochmal mehr, wenn es für Himalaya tauglich wäre. Ja klar, da ist also nach oben durchaus auch noch Spielraum, sage ich jetzt mal. Ja, aber nur damit wir gleich mal geklärt haben, das Ding ist sauteuer und nein, das braucht man nicht. Das braucht, wenn man das Gefühl hat, es trotzdem kaufen zu wollen, darf man das selbstverständlich tun. Habe ich ja auch gemacht. Aber objektiv betrachtet, ich will euch hier bestimmt nichts verkaufen, aber wenn es euch interessiert, was so ein Zelt kann oder nicht kann, dann dürft ihr das gerne zur Kenntnis nehmen. Erstmal so ein paar grobe Rahmendaten. Zwei-Personen-Zelt. Und zwar realistisch 2 Personen. Es passen auch 2 nicht ganz schlanke und ganz kleine Personen rein. Das geht wirklich gut. 1 Person alleine ist das Ding ein Palast. Also ich mit meinen knappen 1,90, 1,89 und mein bisschen über 100 Kilo passt da wirklich, wirklich alleine. Ne, da kannst du Party drin feiern, gefühlt. Dann ist es ein Trekkingstockzelt. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil man sollte schon Trekkingstöcke A besitzen. Seht ihr die überhaupt?
jetzt. A, besitzen und B, die auch beim Wandern dabei haben, dass sich ein Trekkingstockzelt lohnt. Klar, man kann es auch über diverse Umwege ohne Trekkingstöcke aufbauen, aber dann ist es sinnlos, so ein Zelt, ausgerechnet ein Trekkingstockzelt zu kaufen. Dann kauft man lieber ein Zelt, das halt ein normales Zeltgestänge hat und muss nicht noch extra Trekkingstöcke mitschleppen. Oder recht relativ schwere Zeltstangen, die man alternativ zu den Trekkingstöcken verwenden kann. Oder man muss jeden Abend verzweifelt nach Bäumen suchen, zwischen denen man das Ding festmachen kann. Es geht nämlich auch, da diese rote Schnur, die da jetzt runterkommt, die kannst du auch an einem Baum abspannen und brauchst dann keinen Stock. Theoretisch kannst du das, in der Praxis wirst du das die wenigsten Fälle wirklich machen wollen, weil man schon ziemlich lange suchen muss, ein ebenes Plätzchen zwischen zwei Bäumen im richtigen Abstand und so weiter und so fort. Davon abgesehen muss es da Bäume geben, wo man hin möchte. Wenn man zum Beispiel im Hochgebirge unterwegs ist, wo es gar keine Bäume mehr gibt in Skandinavien, oder man auf einer Wiese auf einem Campingplatz, wo es keine Bäume hat, übernachten möchte, dann braucht man auch in irgendeiner Form da eine Stange. Ja? Also wie gesagt, andere Zelttypen sind erheblich praktischer, wenn man nicht sowieso Trekkingstöcke dabei hat. Hat man aber sowieso Trekkingstöcke dabei, dann kann man einen Haufen Gewicht sparen, dass man nicht eine Zeltstange und Trekkingstöcke mitschleppen kann, sondern die Trekkingstöcke, die man nicht mehr braucht, wenn man am Lagerplatz angekommen ist, eben ins Zelt integriert und sich so das Gewicht einer Zeltstange spart. Denn so kommen wir auf 1,4 Kilo. Das ist für ein 2-Personen-Doppelwandzelt sehr, sehr wenig. Es gibt zwar leichtere Zelte, deswegen möchte ich nicht von Ultraleichtzelt hier sprechen, aber es ist auf jeden Fall ein Leichtzelt und das ist ein wirklich, wirklich ordentlich niedriges Gewicht, das gut zu tragen sein sollte, 700 Gramm pro Person sozusagen, wenn man zu zweit unterwegs ist. Und bevor jetzt jemand fragt, hä, wie pro Person, das kann doch nur einer das Zelt tragen. Ja, richtig, aber der andere trägt dann halt irgendwas, oder der oder die andere trägt dann halt irgendwas anderes, was derjenige, der das Zelt trägt, nicht tragen muss. Heißt, wer das Zelt trägt seine 700 Gramm anteilig am Zelt plus die anderen 700 Gramm und Person 2 trägt dann zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set und einen Kocher, was auch beide gleich verwenden, was zusammen, sagen wir mal, 700 Gramm wiegt und gleich dann sozusagen den eigenen Anteil am Zelt aus, nur damit da keine Verwirrung aufkommt, weil das kommt häufiger in den Kommentaren vor, dass man das nicht kapiert, wie man denn ein halbes Zelt tragen kann, rechnerisch, ja, und durch Verteilung anderer Gegenstände. So, ist ein Drei-Jahreszeiten-Zelt, das heißt, es ist nicht besonders warm und hat keine besonderen Vorkehrungen, um für den Winter und hohe Schneelasten und hohe Schneestände geeignet zu sein. Man kann natürlich trotzdem bei einem milden Winter, der nicht besonders kalt ist oder bei dem überhaupt kein Schnee oder nur wenig Schnee liegt, selbstverständlich trotzdem so ein Zelt verwenden, ist kein Problem. Bei einem arktischen Winter hingegen bräuchte man dann tatsächlich ein anderes Zelt. Ja. Das sind so die groben Eckpunkte. Doppelwandzelt wäre nochmal wichtig, das nochmal zu betonen. Es gibt ja heutzutage, der Markt für Einwandzelt, der boomt so ein bisschen, weil die sind günstiger herzustellen. Kriegst du für einen Apfel und ein Ei nachgeschmissen in vielen Fällen. Und die haben etwas nicht, was das Doppelwandzelt halt ausmacht. Und dafür kann ich hier mal kurz hochheben. Und dann könnt ihr da bis hinten durchgucken, weil es gibt eben zwei Wände, die dich von der Außenwelt trennen. Das wäre zum einen hier das grüne Material, das Außenzelt, wasserdicht, winddicht, ziemlich unzerstörbar. Und innen drin hier diese gelbe Variante, diese gelbe Sache hier, das ist das Dach vom Innenzelt. Viele Innenzelte, also gibt also das so halb Doppelwandzelt. Ne? Wenn nämlich das komplette Innenzelt aus Meshgewebe besteht, wie hier die Tür, beziehungsweise der komplette Seitenteil ist komplett aus Mesh, ja, dann ist es meiner Meinung nach nicht wirklich ein Doppelwandzelt, weil zumindest eine Decke als Wand, in Anführungszeichen, sollte schon vorhanden sein, dass man da wirklich Doppelwandzelt zu sagen kann. Ja, und das ist hier der Fall. Und das sorgt für zweierlei. Erstens, wenn du Kondenswasserbildung hast an der Decke, ja, das passiert, das ist Physik, das kann man nicht ganz vermeiden, je nachdem wie die Wetterbedingungen sind, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeitsbedingungen sind, da wo man zeltet, dann bildet sich da halt nun mal kondensiertes Wasser, also sprich Tropfen, an der Innenzeltwand, an der Außenzeltwand und die tropfen dann irgendwann runter. Und wenn du unten drunter halt nicht noch eine extra Decke hast, hier die gelbe, dann tropft es dir auf den Schlafsack, auf den Boden, auf deine Ausrüstung, auf dich selbst, ins Gesicht,
was auch immer. Hast du da aber jetzt hier so eine gelbe Wand, die im Übrigen auch fast, nicht ganz, aber fast wasserdicht ist, beziehungsweise stark Wasser abweisen, dann tropft es da drauf, das Wasser läuft an der gelben Wand runter, verschwindet im Fußbereich, sehen wir auch gleich noch, und ist weg. So. Ja, das heißt, es ist einfach ein Schutz vor runtertropfenden Kondenswasser. Zweitens ist es ein gewisser Schutz vor Wind. Wenn der Wind also jetzt mal, sagen wir mal, von da hinten kommt, von der Richtung, ja, und der pustet einem dann über das gelbe Material, das auch winddicht ist, dann pustet der Wind nur da oben rum sozusagen, also andersrum, von da kommen so rum, ha, und pustet nicht so massiv ins Zelt. Das spielt auch eine Rolle, macht einen Unterschied. Hätte man jetzt denken können, na gut, das ist eh so luftig mit den offenen Seitenteilen, dass es da in jedem Fall durchzieht wie Hechtsuppe. Nein, das spielt schon eine Rolle, dass man damit ein gutes Stück vom Wind tatsächlich wegbekommt und es nicht eben wie völlige Hechtsuppe da durchzieht. Ja, und auch diesen Effekt hast du nicht, wenn du ein komplettes nur Mückennetz in ein Zelt hast, dann pustet es dir dann halt doch eben da vollständig durch, sofern es überhaupt in dein Zelt irgendwo reinpustet. Und wenn es da gar nicht reinpustet, dann hast du wiederum das Problem, dass du viel zu viel Kondenswasser bekommst. Drum ist das Doppelwandzelt ist einfach für Kondenswassergeschichten und für Windgeschichten einfach praktischer bzw. besser, würde ich tatsächlich so weit gehen zu behaupten. Es ist dafür ein bisschen schwerer. Weitere Nachteile hat es nicht. Außerdem, es bildet sich per se erstmal weniger Kondenswasser, weil einfach die Feuchtigkeit ein Stück weit im Innenzelt bleibt, weil da hockt man und atmet oder liegt man und atmet und die sammelt sich im Innenzelt und sobald sie nach oben dringt in den Spalt zwischen Innen- und Außenzelt und da weht ja der Wind durch, wie wir schon gelernt haben, wird es auf der anderen Seite einfach wieder rausgepustet, sofern irgendwie Wind geht und damit gibt es dann in vielen Fällen überhaupt kein Kondenswasser. So, ich habe jetzt 30 Tage, 30 Nächte in dem Zelt verbracht, hatte zweimal überhaupt Kondenswasser und 28 Tage überhaupt keins. Und das habe ich noch nie erlebt bei irgendeinem Zelt, eine derart gute Belüftung, eine derart gute Luftzirkulation, dass das blöde Thema Kondenswasser, was einen wirklich den Schlaf rauben und den Spaß nehmen kann am Zelten, wenn es dumm läuft, dann hat man wirklich eine Tropfsteinhöhle, im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich so gut, also so wenig Kondenswasser, wie in diesem Zelt noch nie erlebt. Also das ist wirklich ziemlich sensationell. Ja? Da ist also das Doppelwandzelt ein ganz, ganz großer Vorteil. Ansonsten kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir uns ein bisschen die Details, das Material, die Abspannung angucken und so weiter. Man braucht 12 Heringe, man braucht wirklich 12 Heringe, es sind auch 12 Heringe mitgeliefert und man braucht die 12 Heringe. Ja, nur, dass da keine Verwirrung aufkommt. Nein, man kann nirgendwo einen Hering wegrationalisieren. Höchstens bei super, super gutem Wetter würde das gehen, ja. Aber dann sollte man ihn doch dabei haben für den Fall, dass das Wetter was anderes als super, super gut wird. Soweit erstmal zum allgemeinen Blablub. Dann schauen wir uns das Ganze mal von außen an. So, also im Prinzip ist es, der eigentliche Zeltaufbau ist ein solches Dreieck. Die eine Seite und die andere Seite. Ne? Da drin sitzt auch das Innenzelt. Und vor das Innenzelt auf den jeweiligen langen Seiten sozusagen, kann man eben dann die Tür abspannen, die Apsis abspannen. Die hat auf der Seite hier jeweils ihre Tür. Das muss man mit der Zeit lernen, wo die Tür ist, weil das weiß man im Anfang nicht, wenn das Zelt noch neu ist, dass man sich einfach erstmal da reinversetzen muss, sich zu merken, wo ist eigentlich oben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte gerne mit dem Kopf auf der Tür Seite liegen, also Kopf 4. Die Seite sieht aber genauso aus wie eben die Seite und das kann man sich zum Beispiel durch das Hilleberg-Logo merken, dass das Logo, wenn man sagt, dass da soll für einen Kopfseite sein, das kann man auch genauso gut andersrum machen, ist scheißegal, aber dann kann man sich merken, ja da wo halt das Logo ist oder andersrum, da wo nicht das Logo ist, da ist die Kopfseite und ja, das ist manchmal, braucht einen Moment Gewöhnung, bis man intuitiv weiß, welche Seite wo ist von seinem Zelt. Ja und das ist jetzt vor allen Dingen deswegen relevant, weil wenn ich den Reißverschluss aufmache, dann geht die Tür, also die Seite hier geht quasi auf, die Seite geht nicht aus, weil die wird weiter abgespannt durch diese Spannvorrichtung. Apropos Spannvorrichtung,
Die ist natürlich qualitativ auf dem allerhöchsten Level. Du hast hier einen Metallring, da ist nicht irgendwas Plastik, da ist auch keine Textilöse, sondern da ist ein Metallring. Wir haben auch hier Metall verbaut. Ne? Also das hält ewig. Das ist natürlich ein Hauch schwerer wahrscheinlich als ein Plastikteil. Dafür ist das nahezu unzerstörbar. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle hier gerade schon sind, dieses Teil hier ist dafür da, dass man bei dem Reißverschluss, der hat auf beiden Seiten logischerweise so eine Öse, man kann, also hier ist die innere Öse, die äußere Öse, und wenn man die beide übereinander legt und dann dieses Teil da, Entschuldigung, das bräuchte ich eigentlich beide Hände, dieses Teil da durchführt, zack, und so macht, zack, dann hat man das nochmal zusätzlich fixiert. Weil bei starkem Wind könnte es theoretisch sein, dass der Wind einem hier drunter pfeift und einem den Reißverschluss aufreißt, indem er hier nach oben reißt. Und so kann das nicht passieren, so hat man den fixiert. Der unterste 1 cm geht trotzdem auf, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ja, mehr als der 1 cm ist es auch nicht und das ist dann auch nicht so schlimm. Jedenfalls, wenn man das Ganze noch nachspannen möchte, hat man die Möglichkeit, hier noch an dieser Strippe zu ziehen. Dann spannt sich das hier. Oder alternativ, wenn man es ein bisschen lockerer machen möchte, dann hebt man einfach hier dieses Hebelchen hoch sozusagen. Dann wird die Angelegenheit sehr viel lockerer. Ich möchte es aber gern gespannt haben. Und ja, das hat sich hier verdreht. Also normalerweise wäre das gerade. Jo, und wenn man dann wieder rein möchte, beziehungsweise von innen es fixiert hat, dann muss man einfach nur das rote Dingelchen wegmachen und dann kann man das Ganze auf- oder zumachen. Reißverschluss sehr leichtgängig, Reißverschluss nahezu fast 100% wasserdicht. Der ist fast. Also es könnte bei ganz, ganz starkem Wind theoretisch passieren, dass es das Wasser ganz leicht durch den Reißverschluss drückt, aber nicht so sehr, dass da irgendwas runtertropft, sondern lediglich, dass auf die Innenseite halt ein bisschen feucht wird. Davon kriegst du also in der Praxis nicht wirklich was mit. Daher ist auch eine zusätzliche Reißverschlussabdeckleiste oder solche Späße, wie es bei günstigeren Reißverschlüssen hin und wieder mal gibt, ist hier Quatsch. Braucht man nicht. Wir hatten wirklich massiven Regen und ich habe nicht mitbekommen, dass da jemals irgendwas durchgekommen ist. Wie gesagt, ich könnte es mir theoretisch vorstellen, dass es denkbar ist, aber in der Praxis war es bei uns jedenfalls nicht der Fall. So, zu den Heringen. Jetzt muss ich hier doch noch mal kurz locker machen, weil ich will auch mal einen Hering zeigen. So schauen die aus. Das sind also so Dreikant-Heringe sozusagen. Die sind schön leicht. Die haben hier nochmal die Strippe, die ist wichtig, damit man sie auch rausziehen kann. Weil wenn man die hier oben am Köpfchen versucht, aus dem Boden zu ziehen, wenn man sie bis hier in dem Boden drin hat, das geht nicht. Das heißt, die Strippe hier ist schon wichtig. Durch diesen Dreifachaufbau ist es völlig egal, in welcher Richtung man den Hering in den Boden steckt oder welche Seite nach vorne. Wichtig ist beim Benutzen des Herings 45 Grad Winkel ungefähr. Ja, und dann kann man den wahlweise mit dem Stock, viel zu leichter Stock natürlich, der Schuhsohle, was eigentlich nicht empfohlen wird, weil dann kann man den Hering theoretisch verbiegen, weil man da nicht so wirklich ein Gefühl in der Schuhsohle hat, oder einem Stein in den Boden hämmern und das Ganze dann, wie gesagt, hier am Spannriemen noch ein bisschen nachspannen. So, ne? Gleiches gilt natürlich für jeden anderen Hering auch. Apropos Spannen, dann gibt es 4 Reflektorelemente. Das sind einfach Reflektorelemente, mehr ist dazu nicht zu sagen, damit man sein Zelt im Dunkeln wiederfindet. Es gibt 4-mal so einen Türhalter, die war ja eben aufgewickelt, aber ich wickel sie jetzt gerade noch mal schnell auf und zeige euch das, wie so ein Türhalter funktioniert. Wie gesagt, an allen vier Türen hat es die. Die sind nichts Besonderes. Sie sind nicht gut, sie sind nicht schlecht. Das sind halt einfach Türhalter. Also da ist im Laufe der Jahre auch Hilleberg nichts Besseres eingefallen, als stinknormale Türhalter zu verwenden. Am besten wickelt man die wirklich komplett als lange, lange Linie ein. Und ein bisschen hängt sie dann trotzdem immer noch runter. Da wäre vielleicht noch ein zweiter Türhalter. Also ich weiß, es gibt Leute, die hätten sich einen zweiten Türhalter gewünscht. Den hier quasi weiter nach oben versetzt und weiter unten nochmal ein, damit man die Tür besser fixieren kann. Weil mit dieser einfachen Fixierung, ja, kann es passieren, wenn jetzt hier, ne, da hängt hier schon noch ein ganzes Stückchen Tür in der Luft, und wenn jetzt der Wind geht, dann macht die diesen, den ich hier gerade simuliere. Ja, und da wäre dann einfach eine bessere Fixiermöglichkeit, die Option, das hier oben noch irgendwo festzumachen, wäre da hilfreich. Also da gibt es Leute, die hätten das gern. Gleiches gilt hier unten.
Ne? Und man kann das hier unten auch nicht wirklich so schön aufwickeln, dass man hier nicht noch so einen Flap hat, der da ja, im Wind relativ viel Geräusche machen kann. Ja, das Gleiche funktioniert, wie gesagt, mit allen vier Türen, mit dem kleinen Knackpunkt, dass nur die Tür, die ich gerade aufgewickelt habe, beziehungsweise die auf der anderen Seite, die ist, die nicht hier zur Stabilisierung beiträgt, die jeweils andere Seite. Will man die tatsächlich aufrollen, verliert man halt ein bisschen Gesamtstabilisierung, beziehungsweise einen zusätzlichen Abspannpunkt fürs Zelt. Bei starkem Wind geht das schlicht und ergreifend nicht. Da sollte man diesen zusätzlichen Abspannriemen an der Tür auch tatsächlich verwenden. Wenn kein Wind geht, ist es egal. So, das ist jetzt die, so wie ich drin liegen würde, Fußseite für mich. Und da gibt es im Grunde nur zu beachten, gespannt wird hier nur durch einmal diese Strippe, auch wieder mit Metallring befestigt, ne, nichts Plastik. Und durch diese Strippe, ebenfalls mit Metallring. Ist, glaube ich, schon nicht mehr im Bild. Ja, hallo. Na egal, jedenfalls gleiches Prinzip. Die sollten in einem gewissen Winkel auseinanderführen, die Strippen, ne? Also so einen gewissen Winkel hier bilden. Das liegt einfach daran, dass wir hier halt keine Gerade haben, sondern das ist so ein bisschen halbmondförmig gebogen. Ich hoffe, das könnt ihr erahnen. Und das dient einfach dazu, dass man insgesamt ein bisschen mehr Spannung aufs Zelt bekommt, damit sich so eine Falte, nach Möglichkeit nicht bildet, im Idealfall. Ja? Jetzt ist sie ein bisschen da, es ist auch schwierig, man braucht einen ganz glatten Untergrund, also einen komplett ebenen Untergrund, glatt muss er nicht sein, aber eben, damit man das Zelt wirklich 100% faltenfrei aufgestellt bekommt. Das ist in der Praxis, im Wald, wie auch im Gebirge, eher schwierig, ja, und wird man in den seltensten Fällen perfekt faltenfrei hinbekommen. So wie es jetzt dasteht, ist schon ziemlich gut. Ja, also ich habe es selten so faltenfrei hinbekommen. Beziehungsweise wenn ich an der Seite noch ein bisschen ziehe, aha, ja, dann wird es sogar noch ein kleines bisschen besser. Das ist so aber wirklich stabil und da braucht man sich über den Wind fast keine Gedanken machen. Die Idee ist jetzt zur Belüftung, dass der Wind einfach hier unten drunter pustet, ne? Da einfach rein und dann über das Innenzelt, ich hebe das hier mal hoch, da seht ihr das Gelbe, ja, über das Innenzelt drüber und auf der anderen Seite wieder runter und wieder raus und dabei sämtliche Feuchtigkeit, die sich im Zelt gebildet hat, einfach mitnimmt. Reinregnen kann es nicht, selbst bei starkem Wind und selbst wenn der sehr, 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 sehr vertikal kommt, dann regnet es höchstens bis zum schwarzen Stoff, den man hier unten ansatzweise erkennen kann. Und der schwarze Stoff, wichtig, schwarzer Stoff ist noch Bodenwanne, das heißt, der ist absolut wasserdicht, der hält auch großen Drücken stand, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass auf der Seite irgendwie da Wasser reinkommen kann. Was natürlich passieren kann, ist, wenn man hier jetzt noch zusätzlich Zeug unterbringt, warum auch immer man das tun sollte. Man hat nämlich wirklich genug Platz in den Absiden. Das könnte nass werden. Ja? Also wir hatten da mal Treckenstöcke gelagert, die am nächsten Morgen nass waren. Das war natürlich überhaupt nicht schlimm. Wussten wir ja, dass das nicht, also das zweite Paar Treckenstöcke, nicht das zum Aufbau, das ist ja logischerweise verbaut. Aber nur mal so als Beispiel. Also da kann schon mal was nass werden. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Da kann auch was weggeweht werden im Übrigen. Also wirklich nicht unbedingt der beste Lagerort für leichte Dinge. So, ja. Und im Grunde, ich muss euch jetzt nicht noch die andere Seite zeigen, weil die sind baugleich. Jeweils war es das auch schon zu außen. Noch einmal ganz kurz der Giebel oder der Dachstuhl oder wie auch immer man das nennen möchte. Der ist hier gerne mal ein wenig flach. Ist aufbaubedingt so. Wenn ich den aufbaue, dann bekommt er hier eine gewisse Flachheit. Ich finde das cool, optisch. Notwendig ist das sicherlich nicht. So, und damit gehen wir rein, weil das war's von draußen. Drin ist natürlich auch nochmal duster. Das müsst ihr dann einfach nachsehen, dass die Bildqualität da ein wenig leidet. Zumal jetzt das Licht im Wald auch schon am Schwinden ist. Wird jetzt erstaunlich schneller dunkler in letzter Zeit. So, jetzt hier mit Wackelkamera. Also, zack, wir wollen jetzt hier rein. Jetzt haben wir das Problem, dass hier natürlich ein Reißverschluss im Weg ist. Und vor dem bleibe ich einen Moment hocken, denn der ist so ein bisschen der Kasus Knacus. Der wird nämlich häufig kritisiert. Ihr seht, der macht hier eine Kurve. Der hat hier also wirklich eine Kurve drin und geht dann bis tatsächlich auch nur da. Nicht bis da, sondern nur bis da.
Manchmal hätte ich mir gewünscht, vielleicht wäre noch ein bisschen länger besser. Jetzt muss man aber grundsätzlich sagen, alles, was man am Reißverschluss sich an mehr Material wünscht, muss man auch tragen. Das Zelt sollte leicht sein. Man ist auch dankbar, dass es leicht ist. Und wenn man da mehr Material an Reißverschluss verbaut hätte, dann wäre es halt weniger leicht. Also zum Beispiel ein Reißverschluss, der von hier nach da geht, dann da hinten in der Ecke anfängt und einmal komplett durchgängig ist, hätte man machen können. Müsste man aber auch tragen. Ja, und da haben sich eben die Produktentwickler bei Hilleberg gedacht, nö, machen wir lieber so, dass das Ganze dann leichter ist und man kommt mit der Menge Reißverschluss klar. Der Reißverschluss ist auch nur ein Einweg-Reißverschluss, heißt, er hat hier nur da einen Zipper, am anderen Ende ist keiner. Und auch nicht in der Mitte irgendwo. Das ist auch was, was viele Leute stört, denn wenn ich jetzt versuche, einhändig hier die Tür aufzumachen, bis hierhin geht das noch gut. So, jetzt komme ich hier zur Kurve. Ne? So, hab's geschafft, ist aber eine Fummelei. Ja, und andersrum. Wenn ich jetzt rausgehe aus dem Zelt und ich möchte es noch hinter mir zumachen, jetzt muss ich hier, ne, ich hebe mir hier den Zeltboden hoch, weil der in der Mitte ja nicht fixiert ist und muss hier jetzt relativ umständlich versuchen, den Reißverschluss um die Kurve zu kriegen. Das geht entweder mit Gewalt oder gar nicht und man braucht fast eine zweite Hand. Also in der Praxis braucht man wirklich eine zweite Hand und wird die auch nehmen. Jetzt kann ich euch natürlich nicht wegschmeißen für den Zweck, darum kriege ich jetzt mein Zelt nicht zu. Und wenn ich jetzt in einem mückenverseuchten Gebiet bin, dann habe ich jetzt in dem Moment wahrscheinlich auch schon 2-3 Mücken im Zelt und muss euch doch wegschmeißen, um meinen Reißverschluss dann auch mit zwei Händen problemlos zumachen zu können. So, und das, wie gesagt, das wird viel kritisiert. Andere Teile der Welt haben daran was auszusetzen und hätten gerne einen Zwei-Wege-Reißverschluss gehabt. Dann brauchst du noch einen extra Reißverschlussschlitten in dieser Machart, also relativ massiv, relativ hochwertig. Ich weiß nicht, was der wiegt, aber bestimmt 10 Gramm. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, 10 Gramm, ja, machen wir das Ganze zweimal, dann sind wir bei 20 Gramm mehr. Scheißegal. Ja, aber Es läppert sich, ja, und auch mehr Reißverschlusslänge quasi, also einfach eine größere Tür auf gut Deutsch, weil, das ist ein Thema, denn dadurch, dass die Tür jetzt gar nicht mal, jetzt habe ich wieder eine Hand zu wenig, gar nicht mal so riesig ist, geschafft, wir haben hier bloß, wenn du also so sitzen willst, dass du mit den Beinen ins Außenzelt hängst, das mache ich jetzt mal, Achtung, so, jetzt sitze ich ja bekanntermaßen im Innenzelt und ich will jetzt die Beine ins Außenzelt hängen. Solange ich hier weit im Innenzelt sitzen kann, weil ich ja alleine bin, ist das auch kein größeres Problem und da reicht auch die Tür. Aber hier ist die Tür schon wieder zu Ende. Und im Prinzip, wenn ich zum Beispiel jetzt noch Schuhe anhabe, die nicht rein sollen, was sie ja tatsächlich nicht sollen, dann muss ich mich hier so hinhocken. Und für jemanden mit meiner Größe ist das schon die einzige Stelle, an der ich quasi hocken kann und die Schuhe noch im Außenzelt habe und muss sie halt dann das Innenzelt mehr oder weniger noch aufhalten, wenn ich das nicht auch aufwickeln möchte. Ja, und das, dafür könnte es dann tatsächlich, oder da drüben zum Beispiel hat man gar keine Möglichkeit, die Beine rauszuhängen, da ist einfach zu, da geht's halt nicht. Lediglich auf der Türseite kann man überhaupt die Beine raus ins Außenzelt hängen. Wenn man das weiß und wenn man sich daran gewöhnt hat, stört einen das nicht. Also mich persönlich stört das überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, muss man wissen. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, angenommen wir würden jetzt bereits drin liegen, ist jetzt der Reißverschluss fürs Außenzelt. Ja, wenn wir den unten bis unten zumachen wollen. Also von hier, bis da runter, ist der verdammt weit weg. Ja, und während ich jetzt hier hocke, komme ich da hinten noch dran. Ich bin ja auch relativ groß. Aber eine kleine Person muss, wenn sie im Innenzelt sich befindet und das Außenzelt vollständig zumachen möchte, tatsächlich noch mal ein Stück weit rauskriechen aus dem Zelt oder sich sehr weit rausbeugen aus dem Zelt, um das Außenzelt zuzubekommen. Und das ist dann schon ein Thema. Meine Frau zum Beispiel nervt das ein ganz kleines bisschen. Das ist auch was, womit man leben kann. Aber es ist so ein kleiner Nervfaktor, der sie umtreibt. Ne? So.
Jetzt wollen wir mal hier unser Mückennetz auch noch aufrollen, weil dann ist es aus dem Weg. Und dafür brauchen wir sinnvollerweise zwei Hände. Moment. Aber das kann man jetzt irgendwie aufwursteln, rollt das dann hier so mehr oder weniger hoch. Ich glaube, einigermaßen seht ihr es. Und gleiches Prinzip hier eine Schlaufe von innen zum Steg nach außen. Und je nachdem, wie viel Übung man da hat, hat man das dann, jetzt habe ich es verbockt, ja, Vorführeffekt natürlich, hat man das dann relativ schnell festgemacht. Aber ich bin auch generell einfach ein ungeschickter Mensch mit zwei linken Daumen. So, also jetzt ist fest, das klappt ganz gut. So, wie gesagt, kann ich jetzt hier ganz schön hocken und kann in den Wald rausgucken. Kann in die Richtung nicht in den Wald rausgucken, weil da ist jetzt das da. Man kann aber natürlich auch, während man liegt übrigens, weil hier halt wirklich ziemlich viel Abstand zwischen Boden und Zeltkante ist, kann man auch fast, zumindest seitlich, in alle Richtungen noch so ein bisschen über den Waldboden rausgucken. Da ich ja auch gerne im Tarp schlafe, finde ich das einen großen Vorteil. Mir gefällt das, weil man ein Stück weit eine Möglichkeit hat, wenn ein Tier vorbeikommt, dann sieht man zumindest mal die Füße vom Tier, wenn es nah genug ans Zelt kommt. Ja, das hat aber auch einen Nachteil. Also jetzt nehmen wir mal an, ne, wir liegen hier wirklich auf dem Boden und jetzt gucken wir hier raus. Da seht ihr also, wir können wirklich ganz gut unter unserem Zeltboden durchgucken. Wenn wir die andere Seite zumachen, sieht es da genauso aus. Und je nachdem, wo du bist, kann dir halt auch jemand, insbesondere wenn du dein Zelt auf den Hügel stellst und jemand kommt den Hügel hoch, dann kann er dir auch wunderbar unter deinem Zelt runter durch ins Innenzelt gucken. Und in der Wildnis ist das natürlich völlig egal. Auf dem Campingplatz kann das eine Rolle spielen. Wenn man das also häufiger auch auf dem Campingplatz verwenden möchte, ist es ein Zelt, das könnte ein bisschen mehr Privatsphäre haben, auf gut Deutsch. Je nachdem, wo man es aufstellt. Wenn einen das stört. Meiner Frau war es egal. Ich fand es nicht ganz so lustig auf den Campingplatzanwendungen, dass man sich, ja, je nachdem, wo wir eben gezeltet hatten, konnte man schon ganz gut reingucken. Ja. Das hat wahrscheinlich niemanden interessiert und da haben die Leute aus Diskretionsgründen mit Sicherheit auch fast immer weggeguckt. Aber das ist ein Thema. Das spielt einfach eine Rolle. Hier nochmal zum Beispiel auf der anderen Seite. Da könnt ihr auch sehen, da kann man schon ganz gut drunter durchgucken, obwohl da jetzt so eine Fichte im Weg rumliegt. Ja, genau. Ja, also nochmal die Aussicht auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite exakt nochmal dieselbe Reißverschluss, genau dieselbe Tür. Alles exakt gleich. So, kurzer Schnitt. So, habe mich jetzt mal spaßeshalber hingelegt auf meine Isomatte. Die liegt dann auch in der Praxis tatsächlich so im Zelt. Das ist eine relativ schmale unten. Sie wird oben etwas breiter. Und so rum. Ja. Und so liege ich dann tatsächlich auch da und versuche zu pennen. So, jetzt mit Hut auf. Merkt ihr, ich stoße hier ein bisschen an die Decke. Und tatsächlich, je nachdem, wie dick die Isomatte ist, die man verwendet, sorry wegen der Dunkelheit, es ist halt jetzt nun mal leider so, ist es wirklich ein klein wenig kurz, also viel länger als 1,90 Meter sollte man nicht sein. Jetzt könnte ich am Fußende natürlich weiter runterrutschen, dann hätte ich am Kopf mehr Platz. Das würde sich dann aber so äußern, dass ich dann mit den Füßen im Schlafsack irgendwann auch an die Decke stoße. Ne? Wenn ich jetzt also deutlich weiter runterrutsche, dann hast du halt das Problem, dass du dann hier mit den Zehen und im Schlafsack mit den Zehen ans Innenzelt kommen und jetzt kommt von da der Wind, dann werden die Zehen ganz schnell kalt, weil die dann eben vom Wind von außen sozusagen an plattgedrückten Schlafsack am Außenzelt wirklich einem die Zehen gekühlt werden. Also das sind einfach so Details, das ist kein Weltuntergang und man kann ja die Zehen auch so legen, aber ja, es sind einfach so Sachen, ich will mit solchen, genau solche Details will ich euch halt einfach erzählen. So. Im Übrigen, es sieht gar nicht so aus, als wäre da neben mir noch viel Platz. Das liegt einfach an der Winkel der Kamera. Wenn ich die Kamera mal hier rüber halte, dann seht ihr, da ist sehr wohl noch mal mindestens genauso viel Platz wie dem Platz, den ich gerade in Anspruch nehme. Hier passen also wirklich, wirklich problemlos zwei Leute rein. Jetzt habe ich eine Wespe im Zelt. Na, großartig. Lässt man einmal die Tür offen, hat man eine Wespe im Zelt. Also wenn ich etwas nicht im Zelt haben will, dann ist es eine Wespe. So. Ich sitzend auf der Isomatte mit Hut. Ja, es ist hier furchtbar dunkel, insbesondere jetzt mein Gesicht. Aber umrisstechnisch kann man sehen, ich kann hier noch relativ bequem sitzen. Ich sitze auch aufrecht. Ohne Hut wäre das überhaupt kein Problem. Und nochmal, ich sitze ja auf der Isomatte. Die Isomatte packe ich ja meistens erst und nehme ein dünneres Sitzkissen und packe die Isomatte meistens erst dann aus, wenn ich wirklich schlafen möchte. Und das ist auch eine sehr, sehr dicke Isomatte. Also heißt auch da bis 1,90 ist das noch überhaupt kein Problem von der Decke her. Wäre nur 1,80
1,80 oder gar 1,70 ist, der hat hier luxuriös Platz. Ne? Aber 2 Meter Menschen müssen dann halt ein bisschen aufpassen. Ja, man kann im Übrigen, und das ist halt auch schön, ne, wenn man jetzt hier liegt, zack, ja, und dann kann man sich halt auch toll aufrichten, wenn man das möchte, um irgendwas zu tun, ohne irgendwo an die Zeltdecke zu stoßen. Da gibt es also auch viele Zeltkonstruktionen, wo das nicht so gut funktioniert. So, und sollte es jetzt doch mal eng werden, weil sich der einejenige, der daneben einem liegt, oder die andere, die daneben einem liegt, viel hin und her wälzt und viel mehr Platz braucht, als auf der Isomatte eigentlich ist, und man sich näher kommt, dann ist jetzt das Schöne, weil wenn du dich jetzt nach außen drehst, ich jetzt in dem Fall, ja, jetzt liege ich hier in meinem Mückennetz, schlimmstenfalls, das ist, weiter komme ich ja nicht, und ich kann mit meinem Mückennetz mich jetzt nirgendwo an mein Außenzelt dran drücken. Das heißt, ich kann nirgendwo mit dem möglicherweise kondenswassernassen Außenzelt in Verbindung kommen. Das heißt, ich kann nirgendwo mein Innenzelt durch ans Außenzelt drücken nass machen, es sei denn, wie gesagt, hier im Fußbereich, dadurch, dass ich diesen hier mache. Aber da ist immer noch, ne, also hier ist noch kein Außenzelt, hier ist noch kein Außenzelt, hier ist noch kein Außenzelt. Na, jetzt kommt es vielleicht gerade so in Ansätzen. Also man muss da sehr, sehr weit drücken, damit das eine Rolle spielt. Wichtig allerdings bei Scheißwetter, ne? Wenn jetzt hier richtig Sturm ist und solche Späße, und sagen wir mal, der Sturm kommt von da, dann drückt der Sturm einem von da die recht flache Wand, ihr erinnert euch, wie es außen aussieht, die recht flache Wand, die nicht sehr windschnittig ist, vom Zelt einfach ans Innenzelt. Das heißt, der Abstand, der jetzt zwischen Außen- und Innenzelt gerade herrscht, der ist dann einfach weg, das wird zusammengedrückt, gibt trotzdem kein Kondenswasser, weil bei dem starken Wind, der dann herrscht, kann zwar fast keine Kondenswasserbildung geben, und auf der anderen Seite, also ein Stück vom Wind geht hier natürlich oben drüber, und dann haben wir, schwupp, auf der anderen Seite, dass das Innenzelt nach hinten weggedrückt wird, eben durch den Wind. Also netto hat man im Endeffekt den gleichen Platz, wenn starker Wind geht. Allerdings sollte man nicht auf der Seite, von der der Wind kommt, liegen, weil es dann das Innenzelt dann doch nochmal deutlich weiter runtergedrückt wird und man dann hier zum Beispiel für den Kopf nur noch sehr wenig Platz hat. Das wird dann also auf gut Deutsch bei starken Windübernachtungen, mal abgesehen davon, dass das natürlich flattert und Geräusche macht und man vielleicht ein bisschen Angst bekommt, ob das Zelt denn hebt, wird das vielleicht eine etwas unruhige Nacht, das sage ich jetzt mal. Es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Hat man dann ein paar Nächte so verbracht, weiß man auch, dass das Zelt hält. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen und keine Gedanken machen. Dann klappt das auch. So, Kochen im Zelt funktioniert völlig problemlos. Ne? Man hockt sich hier an die Tür, möglicherweise noch ohne auf der Isomatte zu sitzen, damit man noch ein bisschen mehr Platz nach oben hat. Hängt da halber die Beine raus oder kocht die auch komplett innen und stellt hier vorne den Kocher auf, ungefähr da. Ja? Nicht zu weit raus, weil sonst würde er relativ schnell hier ans Außenzelt drankommen. Oder man stellt ihn auch noch ein Stückchen nach hier, also wirklich so in die Mitte, wo das Außenzelt am weitesten außen ist, und kann dann aufgrund der großartigen Belüftung in diesem Zelt, da wirklich völlig problemlos mit einem Gaskocher, mit einem Spirituskocher, Benzin würde ich nicht unbedingt nehmen, aber würde zur Not wahrscheinlich auch funktionieren, kann man da völlig problemlos und ganz, ganz komfortabel im Innenzelt, in der Apsis kochen. Insbesondere, wenn man eine Apsis fürs Kochen schon vorher auswählt, da extra wenig Zeug in die Apsis reinleiht, nur so ein paar Sächlichen da hinten in die Ecke legt zum Beispiel, oder auch nur ein kleiner Rucksack eine Rolle spielt. Insbesondere wenn man allein ist, ist das sowieso kein Problem. Da macht man eine Gepäckapsis und eine Kochapsis. Und dann lässt sich in diesem Zelt hervorragendst wirklich ganz wunderbar kochen. Und selbst bei längeren Kochvorgängen hatten wir auch durch das Kochen, was ja einen Haufen Wasserdampf produziert, eigentlich so gut wie nie nennenswerte Kondenswasserbildung. Und wir haben fast nur im Zelt gekocht, als wir in Norwegen waren, weil es so kalt war draußen, dass im Zeltkochen einfach die gemütlichere Alternative gewesen ist. Ja. Was mir noch ein bisschen persönlich ganz, ganz lieb wäre, wäre, wenn es hier noch eine Leine gäbe. Was es allerdings stattdessen gibt, Entschuldigung, ist hier so ein kleines Nupselchen. Und bei dem kleinen Nupselchen könnte man sich noch selber eine Leine montieren. Und auf der anderen Seite gibt es ebenfalls noch mal so ein kleines Nupselchen. Und dass es also jetzt noch keine Leine in der Mitte gespannt gibt, liegt einfach daran, dass ich noch keine Lust hatte, eine hinzuspannen. Mich frage, ob ich die wirklich brauche, weil ich bisher da noch nie was aufgehängt habe oder noch nie was hätte aufhängen müssen. Aber es wäre halt spannend, um da noch eine Lampe an die Leine zu hängen, wenn man dann des Nachts halt noch ein bisschen Licht im Zelt haben möchte. Das war in Norwegen auch kein Thema, da war es lang genug hell. Daher haben wir das nicht gebraucht, schlicht und ergreifend. Ja,
wie gesagt, Apsis, enorm viel Platz. Auf der anderen Seite nochmal enorm viel Platz. Jeder seinen eigenen einen Ausgang. Das heißt, man geht sich auch nicht auf den Keks, wenn einer mal nachts raus muss. Außer das Reißverschlussgeräusch und ein kleines bisschen Geraschel hört man da auch nicht viel von. Und jo, das ist es im Grunde aus dem Innenraum vom Zelt gewesen. Also nochmal, Maximalgröße sollte wirklich so bei 1,90 einzuordnen sein. Wer noch größer ist, kann natürlich auch so liegen, ne? Wenn man das Zelt wirklich alleine nutzen möchte, klar kann man sich dann noch so reinhauen, ja, mit der Isomatte noch richtig rum. Dann hat man natürlich noch mal viel mehr Liegelänge. Wenn man diagonal liegt, geht auch, aber dann passt man halt nur noch alleine rein. Okay, dann gehe ich noch mal raus und erzähle noch 2-3 Takte. So, da, da. Ja, also jetzt wieder draußen. Generell noch der kleine Hinweis, es gibt im Innenzelt nirgendwo irgendeine Tasche, also irgendwelche Täschchen am Rand, Täschchen, wo man Utensilien wie eine Brille unterbringen kann, gibt's nicht. Hätte meine Frau auch ganz gerne gehabt, nur Utensilien-Täschchen für die Brille. Ihr fehlt das wirklich, also für sie ist das ein Nachteil. Ich habe keine Brille, darum ist mir das nicht so wichtig. Ich bin damit zufrieden, meine Utensilien irgendwo in die Ecke zu legen. Auf dem Boden sozusagen und ja, dann liegen die da. Was vielleicht nicht ganz klar geworden ist, das Ding hat einen sogenannten Badewannenboden. Das heißt, der Zeltboden ist an allen Seiten, auch auf der Seite mit Mückennetz, falls man das nicht so gut gesehen hat, ein Stück hochgezogen. Wartet mal, das kann man jetzt, glaube ich, hier ganz gut erkennen. Also hier von da bis da ist der Boden hochgezogen. Je nachdem, wie man das Zelt aufbaut, kann man ihn auch noch weiter hochziehen sozusagen, indem man hier einfach noch die Zeckenstöcke etwas länger macht. Da hat man ja einen gewissen Spielraum. Da hat man hier schon noch einige Zentimeter Badewannenboden sozusagen. Das ist dann wichtig, wenn einem das Wasser unterm Zelt durchfließen sollte. Sollte es dann doch mal richtig, richtig viel regnen im Laufe der Nacht. Und man kriegt also ein Bächlein ins Vorzelt sozusagen. Dann bleibt zumindest das Zeug, was im Innenzelt ist, wirklich in Sicherheit und wirklich trocken. Das haben wir jetzt nicht erlebt, aber es war mal eine Nacht, wo ich drüber nachgedacht habe, ob das vielleicht noch dazu kommen kann. Ist dann aber doch nicht ganz passiert, trotz Starkregen. Aber die Böden sind da ja auch gewöhnt, schnell jede Menge große Wassermassen aufzunehmen im norwegischen Hochgebirge und daher war es nicht notwendig. Apropos Wetter, also ausprobiert habe ich schönstes Wetter auf Campingplatz in Südbaden. Da gab es Kondenswasser, ja, auf Wiese. Wiese ist immer der Boden mit am meisten Kondenswassergefahr. Wenn du irgendwo Kondenswasser kriegst, dann ist es eigentlich fast immer, wenn du auf der Wiese übernachtet hast, weil die Wiese, das Gras, atmet des Nachts und wenn es atmet, gibt es Wasser ab und das Wasser steigt dann hoch und bindet sich unter deinem Zeltdach und du hast eigentlich wirklich garantiert Kondenswasser. Da muss schon drastischer Wind zusätzlich sein. Das hatten wir zum Beispiel auf Wiese in Norwegen. Auf knappen 1000 Metern Höhe. Das ist für norwegische Verhältnisse schon fast die Baumgrenze. Ne? Also da geht es, da ist schon wirklich hoch. Das ist schon richtig, richtig gebirgig. Und da hatten wir dann wiederum kein Kondenswasser auf Wiese, weil halt ständig leichter Wind, mindestens leichter Wind gewesen ist und relativ niedrige Temperaturen, sowas um die 5-6 Grad Nachttemperatur, sowas um den Dreh. Ja? Bei generell im Hochgebirge und Wind nie auch nur ein Fünkchen von Kondenswasser gehabt. Bei den Waldübernachtungen, die ich mit dem Ding bisher gemacht habe, mit leichter Luftbewegung, Wind möchte ich schon fast gar nicht nennen, aber zumindest mal leichte Luftbewegung bei Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad, wobei tagsüber habe ich es größtenteils abgebaut. Also die 26 Grad waren wirklich noch so am Abend, so die letzten Stunden. Dann ist natürlich über Nacht nochmal deutlich abgekühlt. Gab es auch null Kondenswasser im Wald, dadurch, dass der Waldboden, so wie hier jetzt zum Beispiel hinter mir, weitestgehend vegetationsfrei ist, ist da auch selten, dass da nennenswerte Mengen von Wasser vom Waldboden aufsteigen. Ein bisschen was kann mal sein, aber der Großteil der Photosynthese beziehungsweise der Atmung von grüner Pflanzenmasse findet halt da oben in der Baumkrone statt und das kann einem dann als Zeltschläfer relativ egal sein. Da kriegt man also auch vom Kondenswasser so gut wie nichts mit. So, Starkregen.
Starkregen ist ein Thema. Das Außenzelt, da müssen wir jetzt nochmal über das Material sprechen. Das ist ja Kerlon 1000. Das ist ein dreifach, von beiden Seiten dreifach silikonbeschichtetes Nylon. Soll heißen, in der Mitte befindet sich eine Schicht Nylon. Das ist per se erstmal nicht wasserdicht. Das ist einfach ein gewebtes Kunststoffgewebe, letztendlich sehr stabil. Und zwar Whipstop-Nylon soll heißen, da sind immer wieder so kleine Rechteckchen eingewebt, also durchgehende Fäden, die besonders reißfest sind, die verhindern sollen, dass, wenn mal ein Riss drin ist, dieser Riss einfach weiter reißt. Also daher Ripstop-Nylon. Das funktioniert auch wahrscheinlich sehr gut. Ich habe es noch nie geschafft, jemals irgendein Hilleberg-Zelt einzureißen. Kenne auch niemanden, dem das mal gelungen ist. Daher, der Erfolg gibt dem System wahrscheinlich recht, aber ich konnte nie eben ausprobieren, da mal rumzureißen, weil das passiert nicht, schlicht und ergreifend. Dreifach Silikon beschichtet bedeutet, das Nylongewebe wird einmal mit Silikon überzogen, um es wasserdicht zu machen. Dann trocknet das Ganze und verbindet sich mit der Faser. Und hinterher überziehst du das Silikon nochmal mit Silikon. Dann trocknet das Ganze und verbindet sich mit der ersten Silikonschicht und wird nochmal stabiler, nochmal langlebiger. So, und dann legst du da noch ein drittes Mal Silikon drüber und wartest nochmal ein bisschen, bis das getrocknet ist und sich verbunden hat und so weiter und so fort. Warum ist das wichtig? Naja, weil das Silikon bzw. das Nylon ein gewisses Maß von UV-Anfälligkeit hat. Und wenn man das Zelt lange in der Sonne stehen lässt, was man ja zwangsläufig irgendwann mal getan hat, nachdem man jahrelang mit dem Ding unterwegs gewesen ist, und auch wenn man es immer nur zum Übernachten nutzt, morgens geht die Sonne auf und abends will man es vielleicht aufstellen, bevor es dunkel wird. Je nachdem, wo man ist, zum Beispiel auch da, wo es die Polarnacht gibt, wird es sowieso nie dunkel und man hat immer einen gewissen Einfluss von Sonnenstrahlung, wenn die auch in der im Polartag so rum. Polarnacht wäre ja dauernd dunkel, Polartag ist dauernd hell. Da ist natürlich nicht viel UV-Strahlung im Spiel, so nach keine Ahnung, 22 Uhr, aber es gibt noch ein bisschen welche, ne? Aber das hält sich dann sehr in Grenzen. Jedenfalls, die UV-Strahlung versaut einem irgendwann mal die äußerste Silikonschicht, dann ist die halt futsch. Wäre das Zelt jetzt nur einfach Silikon beschichtet, kannst du es jetzt wegschmeißen, weil es nicht mehr wasserdicht ist. Das Hilleberg-Zelt hingegen hat ja noch zwei Silikonschichten, das heißt, da muss erst noch die zweite und die dritte und innerste Silikonschicht wirklich kaputt gehen, bevor da überhaupt damit zu rechnen ist, dass da bei einem normalen Regen zumindest Wasser durchkommt. Ja, und solange noch alle drei Schichten intakt ist, was über den Großteil der Lebensdauer des Zeltes auch der Fall sein dürfte, geht da halt einfach gar nichts durch. Da bleibt auch kein Wasser dran hängen, da perlt alles ab. Du kannst das Ding am nächsten Morgen kurz schütteln, zack, 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 dann fliegen die Wassertropfen in alle Richtungen und du erkennst überhaupt nicht mehr, ob es heute Nacht geregnet hat, außer dass dein Zelt ausnahmsweise mal wieder sauber ist. Die letzten Übernachtungen waren im Wald, deswegen sind sie ziemlich zugestaubt. Aber dann erkennst du wirklich nichts mehr davon, dass das mal irgendwie nass gewesen wäre. Entschuldigung. Also wirklich massiv prasselnden Starkregen. Solange da nicht noch Wind dazukommt und man das Ganze vernünftig abgespannt hat, merkt man davon auch nichts, dass es Innenzelt an Außenzelt drücken würde durch Regen. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Das kann man mit Abspannung lösen. Starken Wind, so ab, ich sag mal 50 km/h Windgeschwindigkeit, drückt es eben Innen- und Außenzelt zusammen. Wir hatten Böen bis etwa 80 km/h. Das ist auch das höchste der Gefühle, was man da noch haben möchte in so einem Zelt, beziehungsweise möchten tue ich 80 km/h auch nicht mehr haben, aber dabei hat es, abgesehen davon, dass es halt die Seite, von der der Wind kam, die Seite zum Beispiel wirklich runtergedrückt hat. Ne? Gerade hier im unteren Bereich, ihr seht das ja jetzt gerade, das sah dann ungefähr, also nicht so schön hier oben abstehend, sondern so. Ja? Das war dann bis zu so runtergedrückt und damit halt auch ein Stück vom Innenzelt. Und damit hat man natürlich insgesamt weniger Liegelänge zur Verfügung. Das ist aber auch schon alles, was da passiert. Ja? Weil die Trekkingstöcke, die halten das Gewicht von einem Erwachsenen, der sich da volle Kanne draufstützt, normalerweise gut aus. Das heißt, die kriegst du mit Wind
kriegst du die eigentlich kaum kaputt. Ja, da müsste dann schon wirklich das Erste, was wahrscheinlich reißt, sind die Hauptbefestigungen, die für die Windstabilität verantwortlich sind. Und das sind die jeweiligen roten Leinen hier. Einmal die da, ne, und ihre Verankerung. Da muss man dann auch gucken, dass man ja den Hering gut festmacht. Das heißt, da nochmal auf den Hering, den man im Boden verankert hat, stellt man dann logischerweise nochmal einen schönen fetten Stein drauf oder legt einen schönen fetten Stein drauf, wenn man irgendwo einen findet. Wenn man das nicht findet, nimmt man einen Baumstamm, was auch immer, aber noch irgendwann schweres Dingens zum Beschweren für zusätzliche Stabilität kann man da gerne drauf machen. Und vor allen Dingen, und das müssen wir uns auch nochmal kurz genauer angucken, was auch potenziell reißen könnte, wäre natürlich hier an dieser Stelle hier die Strippe, beziehungsweise dass der Ring hier ausreißt. Und da ist auch der Grund, weshalb wir es hier mit einem Metallring zu tun haben und nicht mit einer Stofföse oder einem Plastik oder sonst was. Das ist natürlich, wie gesagt, schwerer, aber das ist halt unzerstörbar. Der hält immer. Und hier diese Lasche, die ist wirklich, wirklich, wirklich hochwertigst vernäht und richtig, richtig, richtig stabil. Und ich habe mir da manchmal durchaus ein bisschen Sorgen drüber gemacht. Aber das Schöne ist, an die Lasche anschließend ist ja auch hier diese Hauptnaht, die bis nach ganz oben geht. Und auch die ist wirklich super stabil vernäht. Da hat man also dann auch nicht mit Garn gespart. Und ich hatte also nie das Gefühl, auch nicht bei den ganz, ganz heftigen Böen, dass es da auch nur ansatzweise das Risiko besteht, dass da irgendwas ausreißt. Wie gesagt, und wir hatten bis zu, ja vermutlich bis zu 80 km/h in Böen. Und ja, wie gesagt, es drückt einem das Zelt platt, das ist nicht lustig, das macht auch keinen Spaß und ich habe auch ein bisschen Bammel bekommen, weil das Zelt halt eben noch neu ist und ich nicht genau weiß, ob es das durchhält, es in der Praxis noch nicht ausprobieren konnte, jetzt schon, und bei dem nächsten Mal, wenn es stürmisch wird, werde ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Wenn man übrigens bei 80 km/h Windgeschwindigkeit im Wald ist, sollte man diesen tunlichst verlassen, das Zelt mag das aushalten, die Bäume nicht unbedingt. Da kann also dann zumindest im Nadelwald schon durchaus was umfallen. Ne? Also das nur mal kurz zur Erinnerung. Das ist, wenn dann nur ein Gebirgsszenario, dass man bei sowas weiter zeltet. Ja, wie gesagt, Starkregen überhaupt keine Schwierigkeit. Übrigens, man kennt ja das Phänomen der verklebten Nähte. Also bei Mittelpreissegment bis Niedrigpreissegment Zelten brauchst du auf der Innenseite entweder einen Streifen Klebstoff oder sonst irgendwas auf der Innenseite einer Naht. Also folgendes. Hier die Oberseite der Naht. Die ist ja einfach nur eine Naht, da hat man mit der Nadel durchgestochen. Das heißt, die hat viele, viele, viele kleine Löchlein. So, jetzt könnte dadurch Regen eindringen. Und bei günstigen Zelten, was heißt das könnte, das wird auch. Wenn er ordentlich Druck, der Regen mit Schmackes runterkommt, dann dringt da das Wasser durch ein. So, nochmal, bei günstigen Zelten muss man jetzt auf der Unterseite einer solchen Naht einen Klebestreifen draufkleben, um die Naht überhaupt abzudichten. Hier bei Hilleberg, das ist die Unterseite der Naht, findest du weder einen Klebestreifen, noch findest du irgendeinen sonstigen Glibber, mit dem sie das Ding abgedichtet haben. Keinen sonstigen Klebstoff, gar nichts. Die Naht ist per se dicht, da geht kein Wasser durch. Warum ist das so? Was macht Hilleberg anders? Und da haben wir dann auch nochmal so einen Grund, warum Hilleberg so teuer ist. Naja, weil die nähen mit Spezialnadeln, die beim Nähvorgang gekühlt werden. Weil eine normale Nadel wird so warm, dass die mehr oder weniger neben der Tatsache, dass sie ein Loch da reinpiekst ins Gewebe, auch das Loch noch zusätzlich ein bisschen vergrößert, weil sie warm ist und das Gewebe anschmilzt. Und damit gibt es ein viel größeres Loch, als es eigentlich sein müsste, wenn du mit einer feinen, gekühlten Nadel arbeitest. Und deine Nähmaschine, die mit einer super feinen, gekühlten Nadel arbeitet, halt eben ein Spezialwerkzeug ist, das nicht ganz günstig ist, ist das auch wieder was, was ein bisschen mit für den Preis von Hilleberg-Zelten verantwortlich ist. Also mit gekühlter Nadel wird genäht. Dann ist außerdem der Faden, der verwendet wird, ein Spezialfaden, der bei Feuchtigkeit aufquillt. Und sobald also außen Feuchtigkeit an den Faden dran gelangt und das Wasser durch die Naht nach innen flutschen möchte, quillt der Faden so sehr auf, dass er das Loch, in dem er drin steckt, derart verstopft, dass da überhaupt kein Wasser mehr durchkommt. Heißt, eine Nahtabdeckung, eine Nahtabdichtung mit irgendwelchem Plastikmaterial, Klebstoff oder sonst was, was übrigens auch durchaus irgendwann mal kaputt gehen kann und irgendwann mal nachlässt, und
an Altersschwäche kaputt geht und dann sind die Nähte eben nicht mehr dicht. Das braucht Hilleberg nicht, weil sie eben dieses Spezialnäheverfahren haben. Und das ist so viel teurer, dass das außer Hilleberg meines Wissens gar niemand macht. Selbst Fjällreven hat abgedeckte, abgeklebte Nähte. Hilleberg ist die einzige Firma, die ich kenne, die scheinbar völlig wasserdurchlässige Nähte hat, weil keinerlei Schutz erkennbar ist, ja? Auch wenn er da ist. Wie gesagt, das sind so kleine Details, die dann so ein Stück weit den Preis rechtfertigen. Und das ist halt viel langlebiger als jede Abdeckung, weil die wirklich schnell kaputt, vergleichsweise schnell nach ein paar Jährchen, nach 10 Jahren spätestens, sind die dann irgendwann mal undicht und man muss nachkleben, beziehungsweise nachsilikonisieren oder fetten oder was auch immer für ein Zeug man da drauf schmiert, was weiß ich, wie das genau heißt. Ja, noch was zum Thema Wind. Jetzt könnte man ja meinen, wenn der Wind von euch aus gesehen kommt, also von da, wo die Kamera steht, und weht in diese Richtung aufs Zelt und weht hier unterm Boden unter mir drunter durch und weht hier durchs Mückennetz, zack, dann hat man da wirklich Zug wie Hechtsuppe. Das kann bei niedrigen Temperaturen ja dann dazu führen, dass man sich vielleicht wünschen würde, man hätte ein Zelt, in das es weniger reinzieht. Also erstens, es hängt ein Stück weit davon ab, wie sehr man das hier abspannt. Ne? Weil man kann hier, wenn man das noch weiter runterzieht und entsprechend den Zeltaufbau ein bisschen anpasst, kann man das Innenzelt, das Außenzelt ja auch noch deutlich weiter runterspannen, indem man die Treckenstöcke einfach kürzer macht. Ne? Treckenstöcke kürzer machen und hier weiter runterspannen und dann hat man hier nicht mehr einen großen Abstand von 20 cm, wo es drunter durchweht, sondern dann hat man da halt nur noch 10 oder nur noch 5 oder in der Theorie auch gar keinen mehr. Man kann also die Treckenstöcke auch so weit runterlassen, hat man natürlich ein bisschen weniger Platz im Kopfbereich, dass das Zelt einfach komplett auf dem Boden abschließt und dann ist es auch winddicht. Ja, beziehungsweise dann gibt es kaum noch Wind, der da reinkommt. Das bezahlt man dann natürlich mit deutlich reduzierter Ventilation. Heißt, Kondenswasser wird es dann möglicherweise geben. Ziemlich sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Das ist eines der letzten wenigen Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich glaube auch, dass die Situationen, in denen man das wirklich mal machen muss, sehr, 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 sehr selten sein dürften. Weil dafür muss wirklich bolle Wind gehen, es auch saumäßig kalt sein und man einen unzureichenden Schlafsack dabei haben. Wenn man nämlich richtig vorbereitet ist, dann hat man ja einen warm genugen Schlafsack. Und wenn es dann ein kleines bisschen Luftzug da durchgibt, dann ist das egal. Auch wenn die Temperaturen deutlich niedrig sind, man ist ja warm eingepackt. Ne? Und so war es bei uns, dass also die Notwendigkeit, das wirklich bis zum Boden abzuspannen, noch nicht gegeben war. Außerdem, selbst wenn man es bis zum Boden abspannt, muss man ja immer noch keine Angst haben, dass man dann völlig in der Kondenswasserhölle hockt, beziehungsweise in der Tropfsteinhöhle, weil das reicht ja meist auf einer Seite, dass man es also auf einer Seite bis zum Boden abspannt und auf der anderen Seite, wer das schön hochlässt, weil der Wind kommt ja meistens, da hast du auf der anderen Seite ja immer noch eine Luftzirkulation, beziehungsweise zumindest eine gewisse Menge an Luft, die da reinkommt und das bisschen Wind, was dann auf der anderen Seite noch reinweht, kann dann zumindest auf der offenen Seite, offen in Anführungszeichen, sehr gut wieder rauswehen. Wasserdicht ist in jedem Fall. Leichte Schräglage wäre dann gerade eben, je nachdem, woher die Windrichtung kommt, dann sogar gar nicht mal so schlecht. Und nochmal, die Stangen sind ja super stabil und das geht auch gut, dass man auf der einen Seite, also standardmäßig sind die Stangen auf 1,25 Meter, das ist so vorgesehen. 1,20 Meter funktioniert auch ganz gut. 1,30 Meter habe ich mal ausprobiert, das geht alleine prima. Da leidet dann allerdings die Grundfläche, weil man das Ganze noch ein bisschen weiter hochhebt, dann hat man letztendlich in der Breite ein paar Zentimeter weniger. Ja, und wenn man da zu zweit ist, wenn man sich lieb hat, geht das auch. Aber weiter hoch machen sorgt eigentlich nur für noch mehr Belüftung, beziehungsweise bei niedrigen Temperaturen will man es eher runter haben. Ne? Also man muss hier wirklich einfach nur beim stehenden Zelt hier hinten die Zeltstange halt eben die Verriegelung aufmachen und schwupp hat man das Zelt unten und schwupp hat man das Zelt wieder relativ weit oben. Das geht ruckzuck, das kann man auch während Wind aufkommt mitten in der Nacht machen. Da muss man hier vorne einfach nur noch mal kurz abspannen. Das geht sehr, sehr schnell. Generell Thema Abspannen. Im Laufe der Nacht, wenn es mal irgendwann anfängt zu regnen, dann hat silikonisiertes Nylon, inklusive die Strippen, die hier verbaut sind, haben dann den Nachteil, dass sie leicht sich ausdehnen. Das heißt, wenn es anfängt zu regnen und dann muss irgendwer in den sauren Apfel beißen, noch mal raus und noch mal kurz sämtliche Abspannleinen nochmal nachziehen. Das ist bei mir nie ein Problem gewesen, weil ich eh irgendwann im Lauf der Nacht nochmal raus muss. Gerade bei Outdoor-Nächten, wo du um 17 Uhr ins Zelt kriegst und wenn es gut läuft, erst um 6.30 Uhr oder 7 Uhr wieder rauskommst,
Das schaffe ich nicht. Da muss ich zwischendrin noch mal raus. Daher ist es für mich dann auch kein Problem, wenn ich eh schon raus muss. Wenn das Wetter scheiße ist mit Regenklamotten, damit ich nicht völlig durchweiche. Bei den wenigen Sekunden, die man dann halt braucht, die man halt draußen braucht, je nachdem, was man da so vorhat. Ja, und wenn ich dann eh schon Regenklamotten anhabe, dann kann ich auch noch mal einmal kurz ums Zelt tanzen und schnell mal an sämtlichen Strippen ziehen. Beziehungsweise sämtliche Nachspanner noch nachspannen. Also für mich war das nie schlimm. Aber das muss man wissen. Wenn man das nicht macht, wundert man sich, warum man im Lauf der Nacht ein Durchhängen ist jetzt übertrieben, aber ein weniger straff gespanntes Zelt hat, als man es ursprünglich straff aufgebaut hat. Das ist dahingehend gefährlich, dass man dann aber auch darauf achten muss, wenn der Regen vorbei ist und es jetzt wieder richtig trocken wird und warm wird, dass man dann nochmal rausgeht, das muss man am nächsten Morgen ja wahrscheinlich sowieso, und die Spannung wieder ein bisschen zurücknimmt. Ne? Also hier und da ein bisschen entspannt. Weil das Material zieht sich dann wieder zusammen, nachdem der Ausdehnungseffekt durch das Wasser eben nachgelassen hat. Und dann könnte es eben sein, dass das Zelt dann sehr gut gespannt ist, bis hin zu, man kriegt den Reißverschluss nicht mehr richtig zu. Spätestens wenn man das dann merkt, dann kann man drüber nachdenken, eben hier und da nochmal ein bisschen Spielraum zuzugeben sozusagen. Ne? Aber dass einem da was reißt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ist auch leicht dehnfähig, das Material. Das kann auch ein großer Vorteil sein, insbesondere in Kombi mit Wind. Wenn so eine richtig starke Windböe kommt, dass man dann eben nicht ein es entweder reißt oder es hält Material hat, sondern eben einen gewissen Dehnungsspielraum, wenn der auch nur ein paar Prozent der Gesamtlänge eben irgendwie ausmacht. Ne? Also da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit eben Silnylon-Material gemacht. Wasserdichtigkeit, wie gesagt, jenseits von Gut und Böse. Hilleberg gibt eine Wassersäule an. Man findet bei wasserdichten Textilien ja immer diese Angabe Wassersäule. Die Idee ist, dass man da quasi ein großes Glas aufs Gewebe stellt. In das große Glas füllt man so und so viel Zentimeter Wasser oder Millimeter oder welche Maßeinheit auch immer. Und 10.000 Millimeter Wassersäule. Und das ist so das Nonplusultra, 10.000 Millimeter Niederschlagssäule, ne? Wassersäule. Und da geht trotzdem noch kein Wasser durch, obwohl da so viel Druck drauf lastet. So, bei diesen Wassersäuleangaben, die findet man von fast jedem Hersteller, muss man immer im Hinterkopf behalten, die meisten, die da super hohe Werte angeben, geben die für neues Gewebe an. Wenn das neue Gewebe nicht mehr neu ist, nimmt dieser Wert ganz schnell, massiv und rapide ab und geht auf einen relativ bescheidenen Wert runter. Und je nachdem, wo man das gekauft hat und wie sehr einen der Hersteller verarschen wollte, ist der nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, oder je nachdem, wie viele Tage man das Ding benutzt hat, das Zelt jetzt in dem Fall oder die Jacke oder welches Gewebe auch immer, ist der Wassersäulewert ganz schnell ganz weit unten. So, und Hilleberg gibt seine seine Wassersäulenwerte halt eben mit ewig lang genutzten Zelten, nach was weiß ich wie vielen Wäschen sozusagen und nach was weiß ich wie viel UV-Belastung im Nutzzustand an. Ja, das heißt, das ist ein Wert, der ist nicht so hoch wie bei anderen Herstellern, dafür ist er aber auch wirklich realistisch und man kann sich darauf verlassen. So grob kannst du sagen, ab 1200 bis 1500 mm Niederschlagssäule ist ein Zelt garantiert wasserdicht. Drum wird zum Beispiel viel diskutiert bei Mountain Hardware Zelten. Da gibt es die ganz, ganz leichten, die wirklich sensationell leicht sind. Die leichtesten silikonisierten Nylon-Zelte, die es auf dem Markt so gibt, mehr oder weniger. Die haben noch hier und da zwei, drei kleine andere Nachteile. Aber, und das würde mich bei denen wirklich stören, ich habe da schon mal drin gelegen und bei leichten Regen habe ich auch nichts gemerkt, aber die haben eben nur 1200 mm Niederschlagssäule vom Hersteller angegeben. Und ich will jetzt auch nicht Mountain Hardware irgendwas Böses, keinster Weise. Aber da noch einen gewissen Puffer nach oben zu haben, wäre mir schon wichtig. Jetzt kann ich euch gar nicht sagen, was für eine Niederschlagssäule das Ding offiziell hat. Ich meine 4000 Millimeter Boden, 6000 oder 7000 oder 8000, irgendwie sowas. War mal beim Boden auch mal 12.000 irgendwo im Gespräch? Ich weiß es nicht mehr. Apropos Zeltboden, wäre auch nochmal wichtig zu erwähnen. Der ist logischerweise wasserdicht. Ob man damit jetzt auf blanken, super scharfkantigen Fels einfach so campen sollte oder zelten sollte und dann braucht man keine Angst haben, dass man sich den Boden kaputt macht, wahrscheinlich doch. Und bei Waldübernachtungen sollte man auch, bevor man das Zelt aufstellt, tatsächlich solche Stöckchen hier weitestgehend entfernen und ein bisschen den Waldboden fegen sozusagen und hinterher natürlich schön wieder zurückfegen, damit keiner sieht, dass man da gewesen ist. Man will ja keine Spuren hinterlassen, allein schon aus Naturschutzgründen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Zusatzboden braucht. Es gibt nämlich theoretisch einen Zusatzzubehörteil, den sogenannten Footprint, den man dann unter dem Boden nochmal drunter klemmt und dann hat man halt einen doppelten Boden. Das heißt, dann geht der Boden garantiert auch nicht kaputt. Sollte man es doch mal schaffen, sich ein Loch in den Zeltboden zu zentrieren, dann kann man das natürlich auch flicken. Wenn man es tatsächlich nicht flicken kann, kann man es flicken lassen und dann geht die Welt auch nicht unter. Und wegen einem kleinen Löchlein im Zeltboden hast du da auch nicht sofort eine Sinnflut drin, sondern dann legst du an der Stelle halt irgendwie deine Regenjacke hin und dann ist das nach unten auch während Natur. Wenn man nichts zum Flicken dabei hat, einigermaßen abgesichert. Also ich habe da noch nie eingesehen, weshalb man ein Riesendrama wegen doppelt gesicherten Zeltboden machen muss. Selbst wenn es ein teures Zelt ist, aber gerade deswegen ist es ja ein leichtes, teures Zelt, damit es leicht bleibt. Und wenn du dir nochmal einen extra Boden drunter klatscht, dann ist es halt ganz schnell nicht mehr besonders leicht. Dann hättest du auch ein billigeres Zelt nehmen können, wo du den Boden kaputt machen kannst, ohne dass es finanziell weh tut. Daher, ich sehe Footprints nicht ein. Wer das anders sieht, darf das gerne anders machen. So, und dann nochmal ein weiterer Punkt, der eigentlich hier nur von theoretischem Interesse ist, nämlich hier an der Stelle, Moment, jetzt seht ihr es gleich, hier, da. Hier sind ja Außen- und Innenzelt miteinander verbunden. Das ist auch gut so, weil dadurch bleibt das Innenzelt hier so schön hochgespannt, weil es hier mit dem Außenzelt verbunden ist. Und dadurch, dass man das Außenzelt abspannt, spannt man das Innenzelt gleich mit ab. Geniale Lösung, finde ich richtig toll konstruiert. Will man das Innenzelt allein aufstellen, dann macht man hier das Außenzelt ab, hängt hier eine Strippe dran, also ans Innenzelt direkt und spannt dann direkt das Innenzelt ab. Also statt den Umweg sozusagen über die Leine am Außenzelt zu machen, die in Verlängerung am Innenzelt hängt, hängt man sie halt direkt ans Innenzelt. So, und im Lieferzustand sind hier schon Leinen verbaut an diesen vier Ecken, also das Ding hier gibt es ja viermal, und die habe ich abgemacht, weil ich brauche die nicht. Aber in der Theorie bzw. auch in der Praxis, wenn man die haben möchte, kann man damit halt das Innenzelt separat abspannen und kann das Außenzelt dann aufwickeln bis hier hoch, da oben eine schöne Wurst machen, die einmal quer übers Zelt geht und steht komplett mit entblößtem Innenzelt da und hat dann natürlich eine noch bessere Belüftung. Dann taugt das Zelt im Grunde nur noch als gewisser Sonnenschutz durch das gelbe Dach und als gewisser Windschutz durch das gelbe Dach, aber das ist nicht mehr viel. Und natürlich als Mückenschutz. Ja. Kann man machen. Man kann alternativ aber auch das Außenzelt vollständig entfernen, muss dann trotzdem die Strippen, die Außenzeltstrippen ans Innenzelt machen. Dann das Außenzelt einfach wegnehmen und den Stock hier umdrehen, weil der steht nämlich mit der Spitze im Boden und mit dem Griff in der Lasche, die für den Griff da ist. Die habe ich euch jetzt nicht groß gezeigt. Das ist halt eine Gummihülle, wo man den Griff reinstecken kann. Ist toll verarbeitet, klar wie alles. Relativ schwerer Bauteil am Zelt, relativ robust. Da geht das also auch so nicht, geht nicht kaputt. Ist sehr, sehr robust, sehr, sehr robust. Daher auch relativ schwer. Wahrscheinlich haben sie da überlegt, ob sie das nochmal leichter hinbekommen, haben sich dann aber dagegen entschieden, für die Haltbarkeit gegen das Gewicht sparen. Na, wie auch immer, jedenfalls, wenn du das umdrehst und die Spitze nach oben, dann kannst du dann den Haken, den Metallring vom Innenzelt in die Spitze einhängen und dann machst du da die Strippe dran und dann spannst du das ab und dann hast du auch das Innenzelt alleine dastehen. Man muss also nicht zwingend das Außenzelt mitnehmen, um das Innenzelt alleine irgendwo hinzustellen. Aber auch dann braucht man Treckenstöcke. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber wenn nicht, dann tut es mir leid. So, und dann ansonsten wäre noch anzumerken, was wollte ich denn noch sagen? Genau, das Mückennetz hier hinter mir bezüglich nochmal des Zuges, wenn es da durchzieht bei windigen Tagen. Das Mückennetz von Hilleberg ist ein derartig fein gewebtes Mückennetz. Man mag es ja fast nicht für möglich halten, aber das ist so fein gewebt, dass auch die Mückennetztür einen gewissen Windschutz darstellt. Ja, also wenn es da mit 20 km/h drauf boostet, dann kommt der Wind nur mit 10 km/h auf der anderen Seite an, gefühlt, so ungefähr. Ja, aber das haben wir deutlich gemerkt, beide unabhängig voneinander haben wir irgendwann mal festgestellt, so, also sag mal, es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt die Tür hier, die Mückennetztür, ob man die zumacht oder nicht, was Kälte bzw. Zug im Zelt angeht. Das macht wirklich einen Unterschied, weil das ist das dicht gewebteste Mückennetzgewebe, das man jemals gesehen hat, gefühlt. Und damit ist es sogar ein Stück weit wirklich den Wind zurückhaltend. Ja?
ein Stück weit, jetzt keine Wunder erwarten, aber man merkt, es ist ein spürbarer Unterschied, gerade bei niedrigen Temperaturen. Das hätte ich auch niemals erwartet. Das war so einer der Sachen, die mich ein bisschen persönlich Bauchweh gemacht haben vor dem Kauf vom Zelt, dass eben die gesamte Wand Mückennetzgewebe ist. Ich hätte mir zum Beispiel gerne gewünscht, und wir hatten auch viel diskutiert auf der Tour, als es dann eben so kalt war, ob es nicht schön wäre, wenn der untere Bereich vom Mückennetz, ne, zum Beispiel hier bis da ungefähr, wenn da nochmal ein gelber Streifen wäre. Einfach um zu verhindern, dass die Luft, die hier ja auf Bodenhöhe reinzentriert wird, sofort da durchs Innenzelt zieht und dann hier einfach noch mit einem gelben Streifen, dann kann man innerhalb des gelben Streifens liegen sozusagen und dann zieht über einen, der man innerhalb des gelben Streifens liegt, die Luft oben drüber und nicht direkt am Schlafsack vorbei, beziehungsweise an der Isomatte vorbei oder einem in den Rücken oder was auch immer. Ja. Das haben wir mal überlegt, ob das nicht schön wäre. Darüber hat Hilleberg garantiert bei der Entwicklung von dem Produkt auch nachgedacht, mit Sicherheit. Die haben garantiert alle Optionen durchgespielt und haben sicherlich auch überlegt, warum sie das nicht eingebaut haben. Vermutlich hat es nicht, es gab einen bestimmten Prototyp, der das hatte, könnte ich mir gut vorstellen. Ja? Und wahrscheinlich hat es nicht ausreichend funktioniert oder die Ventilation war da nicht gut genug oder irgendwas hat sie davon abgehalten. Und ich denke, dass das eine sehr rational überlegte Entscheidung gewesen ist und man denen jetzt nicht unterstellen muss, dass sie döde sind und nicht auf die Idee gekommen sind. Ja, ich glaube schon, dass sie das mal ausprobiert haben. Ähnliches gilt für einen Dachlüfter. Auch habe ich das mal gehört, dass es Leute gab, die der Meinung wären, da müsste noch irgendwie ein Dachlüfter rein, dass man im Giebel noch ein Loch hat, durch den die Belüftung noch weiter verbessert wird. Erstens, wenn man da ein Loch hätte, müsste man das Loch auch irgendwie verschließen können. In jedem Fall ist das Material, was dann nochmal zusätzlich was wiegt. Das ist nicht viel, aber auch das sind ein paar Gramm, die dann halt wieder draufkommen und Kleinigkeiten läppern sich. Zweitens, man braucht keinen Dachlüfter, weil wirklich die Belüftung von dem Zelt so großartig ist, dass ich mir wirklich gedacht habe, ja, Dachlüfter könnte ein Thema, aber das ist einfach nicht notwendig, schlicht und ergreifend. Ja, es kommt wunderbar ohne Dachlüfter aus, das wäre ein unnötiges Feature, unnötiges Gewicht, unnötig kompliziert, unnötiger Windwiderstand, da oben am höchsten Punkt des Zeltes einen zusätzlichen was auch immer hinzumachen, was noch mehr den Windwiderstand erhöht. Keine so gute Idee. Der Windwiderstand ist ja eh schon relativ hoch, weil du halt eine breite Wand hast, hier hinter mir jetzt gerade schön zu sehen, auf die es drauf windet. Ja, das ist eh schon nicht das windschnittigste Zelt aller Zeiten. Da bist du mit einem Tunnel oder einem Geodät, einem Igloo, irgendwas schön abgerundeten, was keine Wand in Anführungszeichen hat, wenn es auch eine schräge Wand ist. Da bist du mit allem anderen wahrscheinlich besser bedient. Daher, ja, ne? Deshalb, weil das eben von der Konstruktion her nicht gerade das windschnittigste Zelt ist, bin ich so begeistert, dass es diese starken Sturmböen, die wir hatten, trotzdem so ohne größere Probleme weggesteckt hat. Und hätte ich nicht, ich hatte wirklich zwischendrin richtig ein bisschen mulmiges Gefühl. Ne? Meine Frau wird es bestätigen können. Sie hat darauf vertraut, das ist ein Hilleberg-Zelt, das ist das teuerste, was du kaufen kannst, das wird schon halten. Hatte sie auch recht. Aber ja, ich hatte ein mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ja, wie gesagt, Boden, Wanne, Gedöns habe ich alles erwähnt. Tipps und Tricks zum Aufbau kann ich nichts wirklich Sinnvolles beitragen, was ihr nicht sowieso in der offiziellen Gebrauchsanleitung sozusagen nachlesen könnt oder im offiziellen Aufbauvideo von Hilleberg sehen könnt. Packmaß lächerlich niedrig, es ist wirklich ein ganz kleines Paket. Beim Verpacken darauf achten, dass man die Heringe, die kommen hier in dieses Beutelchen, die sollte man wahlweise ins Zelt einwickeln. Also dass sie wirklich innen drin in dem Zeltbündel dann liegen, dann können sie nicht verrutschen und damit entsprechend auch nirgendwo dran reiben und auch keinen Schaden anrichten. Was man nicht tun sollte, wäre Zelt zusammenwickeln, Heringe oben drauf schmeißen und alles zusammen in den Rucksack packen, weil dann können sie nämlich sehr wohl diesen hier machen und reiben dann im Rucksack möglicherweise am Zeltgewebe und da könnte was kaputt gehen. Das ist einfach ein unnötiges Risiko, was man vermeiden kann, indem man die Heringe entweder ganz woanders hinpackt im Rucksack, das kann man natürlich auch tun, oder eben tatsächlich separat einwickelt. Ne? Einwickelt im Inneren, so dass sie sich nicht bewegen können und dann bleibt auch nichts. So. Ja, jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr ein. Da es viele Beispiele von Hilleberg-Zelten gibt, die 20 Jahre gehalten haben, ich besitze ja selber eins und das hält immer noch, oder auch 30 Jahre gehalten haben und man die Möglichkeit hat, die dann auch nach so einem langen Zeitraum bei Hilleberg nochmal reparieren oder warten zu lassen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, spielt das auch nochmal eine Rolle für den Preis und eine gewisse Liebe zum Zelt.
dass das einfach deine Hütte ist, dein Eigenheim, dein erstes Haus vermutlich ist. Also du hast schon ein Haus und kaufst dir erst dann so ein Zelt, dann sieht die Sache anders aus. Aber das ist einfach und auch aus Umweltschutzsicht natürlich und aus Nachhaltigkeitssicht ist das einfach ein Produkt, das hält nicht ein Leben lang, aber zwei von den Dingern dann wahrscheinlich schon. Oder zumindest vielleicht hält ein Exemplar, je nachdem wann man damit anfängt, auch ein Outdoor-Leben lang, dass man dann als 75-Jähriger nicht mehr unbedingt im Zelt pennen muss und solche Späße. Ja, das mag alles sein, weiß ich nicht. Aber es ist ein wahnsinnig langlebiges Produkt. Und wenn man dann die vielen, vielen, vielen Nächte, die man da drin verbringen kann, in denen man gut schläft und sich wunderbar geschützt und geborgen fühlt, mit dem dann tatsächlich geringen Kaufpreis verrechnet, dann kommt man auf sehr, sehr geringe Übernachtungskosten pro Nacht, die man dann tatsächlich irgendwann in dem Zelt verbracht hat. Und dann kann man sich streiten, ob es dann immer noch teuer ist. Und da gibt es Leute, die sagen, nö, dann ist es eigentlich ganz günstig, so mit der langfristigen Freude, die man damit haben wird. Und dann gibt es andererseits wieder Leute, die sagen, nö, ist immer noch teuer. Und letztendlich mir persönlich völlig wurscht. Ja, ich will euch hier in keinster Weise was verkaufen. Ich wollte einfach nur, nachdem das auch viele wissen wollten, ein bisschen erzählen, wie meine Erfahrungen mit dem Zelt bisher sind. Und ja, ich bin ziemlich begeistert. So Kleinigkeiten wie eben Reißverschluss vom Außenzelt zu weit weg, wenn man innen ist. Der etwas alternative Reißverschluss des Innenzeltes, der wenige Sitzplatz, um vom Innenzelt aus im Außenzelt zu sitzen. Plus eben, ja, das ist es im Grunde so, die Knackpunkte, ja, und fehlende Taschen im Innenzelt, die meine Frau gerne hätte. So kleine Details, ja, aber nicht und der fehlende gelbe Streifen da unten, auch wenn der möglicherweise seine Gründe hat, warum der nicht da ist. Das sind so Sachen, da wissen wir, das wäre uns spontan, wäre es uns so lieber. Und was wir auf jeden Fall auch mal irgendwann kaufen würden, wenn es das gäbe, wäre ein geschlossenes Innenzelt. Ohne Mesh oder zumindest nur mit kleinem Meshfenster, sondern geschlossenes, nur das gelbe Material, damit es da drin auch warm wird, dass man das Zelt dann auch in der kälteren Jahreszeit nicht zwingend jetzt im super krass Winter, aber so im Bereich 4-5 Grad, ne, und bis 0, bis minus 5, wenn nicht groß viel Schnee liegt, dass man das in dem Bereich nochmal komfortabler nutzen könnte, indem dann halt der Wind eben doch nicht so sehr durchpfeift. Und dann würden wir auch in Kauf nehmen, dass wir dann vielleicht ein Müh mehr Kondenswasser im Zelt hätten. Dafür wäre es aber wärmer. Also wenn es so ein zusätzliches Bauteil von Hilleberg mal gäbe, und das wär's. Ja? Vielleicht noch ein letztes. Wer nicht wirklich sagt, ich will mein Leben lang oder zumindest die nächsten 20, 30 Jahre lang regelmäßig im Zelt pennen und möchte dafür gerne ein Allround-Zelt für alles außer tiefsten Winter, das ich mit Trekkingstöcken aufstellen kann und habe auch wirklich vor, das regelmäßig zu nutzen und weiß, dass ich das Outdoor-Hobby total toll finde und weiter ausüben werde, sofern es die Gesundheit zulässt und so weiter und so fort. Und mir tun 700 Euro nicht unglaublich weh. Wenn ihr das nicht alles mit jo, alles klar beantworten könnt, dann nehmt in Gottes Namen ein Mittelklasse-Zelt. Damit habt ihr auch Spaß und da muss es wirklich nicht die Hillebergsche Perfektion sein. Und so eine Sache wie gekühlte, super dünne Nadel, mit der das genäht ist, von entsprechend auch sehr, sehr gut geschulten, wirklich tipptopp, meistens Damen, Näherinnen also, in Estland, wo einem auch eben wichtig ist, dass das Produkt wirklich unter guten Bedingungen und die haben Spaß bei der Arbeit, da gibt es entsprechendes Bildmaterial, wo man sich das auch mal angucken kann. Also wenn man da nicht einen massiven Wert drauf legt und dafür 300 Euro extra ausgeben möchte, eben für die Perfektion letztendlich. Ja, zwischen einem guten Zelt und einem Hilleberg in Perfektion liegen locker 300-400 Euro je nach Modell. Da kann ich wirklich niemandem guten Gewissens empfehlen, dieses zusätzliche Geld auszugeben. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt und habt hinterher dann jahrelang damit zu tun, zu rechtfertigen, diesen dummen, in Anführungszeichen, Kauf getätigt zu haben. Ne? Aber Frau hat es mir erlaubt, deswegen löst es weder Ehekrise noch schlechte Laune aus und da es uns ja wirklich gut durch das mieseste Wetter, das ich in Norwegen je erlebt habe, gebracht hat, sind wir definitiv zufrieden. So, und jetzt fällt mir auch nichts mehr ein und jetzt ist schon wieder das Licht weg. Ich wollte eigentlich zwei Videos drehen heute. Scheißendreck, ne?
Ich muss mich daran gewöhnen, dass langsam ich wieder in den Herbstmodus schalte, was die Tageslänge angeht. Ja, macht's gut. Tschüss.